Im Kindergarten wurde ein Fall von Feuerflecken gemeldet. Ganz was Schreckliches. Ach, da muss man was tun. So, ihr fragt euch sicher, der arme Daniel, wie geht's ihm? Geht's ihm besser? Oh, er leidet, ich überweise ihm 10.000 Euro. Nein, es geht mir nicht dezidiert besser. Ich habe, ganz im Gegenteil, ich konnte gestern einen wunderbaren Fall von Kopfschmerzen erleben am Abend. Bist du deppert? Die haben ein bisschen an das Covid-Ding von damals erinnert. Da hat sich so ähnlich angefühlt. Also so richtig, so wie ich gesagt habe, vielleicht sollte man doch ein Pulver nehmen. Das ist sehr ungewöhnlich bei mir. Na egal. Das ist jetzt nicht weg, aber sie sind jetzt nicht so, dass sie mich beim Agieren ernsthaft beeinträchtigen. Gut. Meine Frau leidet ja auch unter chronischen Schmerzen, warum soll nicht ich auch? Passt ja gut dazu. Die gute Nachricht ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt weiß, woran es liegt, dass es mir so schlecht geht. Die schlechte Nachricht, ich kann nicht wirklich was dagegen tun. Zumindest ist das mein aktueller Wissensstand. Natürlich bin ich gerade am Forschen und Fühler ausstrecken, ob man was tun kann. Ja, aber ich denke mal nicht, denn wir sind ja in Österreich, ne? Ja, in Russland war das anders, aber in Österreich, nö. Gut, unabhängig davon gibt es einige Dinge, die mich wahnsinnig aufregen. Und ich übe mich gerade im Aushalten. Die weitere gute Nachricht ist, dass ich es ernsthaft geschafft habe, letzte Nacht diese Zahnschiene zu tragen. Es war nicht leicht. Aber ich habe es geschafft. Ich bin stolz auf mich. Also, zusammenreißen. Meine Frau hat mich schon informiert, dass es mit mir bergab geht. Völlig richtig. Ich habe es natürlich vehement abgestritten, wie das meine Art ist. Und dann habe ich drüber nachgedacht und sie hat vermutlich recht. Es gibt für heute einen Plan. Der konkrete Plan sagt, auf den Traktor zu steigen und die Gatschkoppel zu mähen, weil dort so hohes Unkraut, und zwar ganz grausliches, nicht knöterig, sondern diese distelartigen Geschichten. Dann gibt es noch einen anderen Plan für den Nachmittag und ich habe den Plan, Lego zu bauen. Also ich habe schon wieder einiges vor und diesmal fühlt sich so an, als ob ich zumindest das mit dem Mähen heute hinbekomme, sofern nicht ein gravierendes Problem mit dem Traktor auftaucht oder so, glaube ich, wird das funktionieren. Jetzt bin ich gerade hier, um Flüssiggas zu kaufen, denn mitten im Nudelwasser kochen, ist die Gasflasche dem Ende geweiht gewesen und ich hatte sie am Sonntag tauschen müssen, mitten im Betrieb. Ich sag's euch, es war ultra mega stressig. Wenn ich nicht vergesse, unterhalten wir uns gleich über die bezaubernde Genie. Und wenn ich es vergesse, dann nicht. Schaut euch mal die Planwolke an. Im Kindergarten wurde ein Fall von Feucht. Nein. Ach, jetzt alles falsch gemacht. Mist, lasse ich jetzt das drinnen? Nein, lasse ich nicht. Ich habe nicht vergessen, die bezaubernde Genie. Also es ist ja Folgendes. Habt ihr euch das mal ernsthaft angeschaut? Da gab es ja die erste Season, die erste Staffel. Und da war die Barbara, sagen wir mal so, sie in diesem super Outfit von der Genie hat so ein Bauchel gehabt. So ein bisschen Bauchel und ein bisschen Fett rundherum. Und mit der zweiten Season war der Bauch dann plötzlich weg und das Fett. Und die hat eine Figur, dass du sagst, bist du deppert. Ja? Ein Wahnsinn. Alter. Alter. Super. Sag ich mal. Das heißt, die hat sich selber am Bildschirm gesehen, hat sich nicht gefallen und hat entschieden, was dagegen zu tun. Ich bin jetzt noch nicht weit in der Serie.
Ich glaube aber, in der Serie hat sie das ziemlich gehalten. Erst in dem Film, dann ewig danach, da hat sie wieder wusch gemacht, weil sie halt nicht mehr im Fernsehen war. Das ist immer so ein Problem. Naja, jedenfalls, wisst ihr ja, ich habe ja auch ab Weihnachten nicht mehr genascht und das hat mir sowohl körperlich als auch zustandstechnisch gut getan, sage ich mal. Das Zucker reduzieren, das massive Zucker reduzieren, das ist kein Nachtisch oder keine Nascherei. Und jetzt haben wir die Situation, dass ich eine Woche vor Ostern rückfällig geworden bin, weil ich heute ein riesiges, fettes Lusche bin. Ja, so ehrlich müssen wir mal sein. Stichwort Kuchen im Kindergram und Erdbeeren mit gezuckerten Schlag oder so, der Kakao. So, und ich glaube, das ist ausgesprochen schädlich für mich, dass ich da rückfällig geworden bin. Ich möchte das wieder korrigieren. Ich möchte wieder in den Bereich kommen, wo ich nicht mehr so nasche. So, das ist der große Plan. Natürlich möchte ich auf der anderen Seite sehr wohl am sozialen Leben teilnehmen. Stichwort Kindergeburtstag. Wäre ja doch nett, wenn man da ein Stück von der Erdbeerroulade mit essen kann. Ne? Also es ist sehr schwierig. Ich bin jetzt mal am Überlegen und habe jetzt wieder reduziert und habe gestern mal nicht genascht. Mir ist aber davor schon schlecht gegangen, also keine Sorgen. Am Sonntag habe ich noch die Erdbeeren mit Schlagwurst gegessen in rauen Mengen. Habe gestern nicht genascht und der Radweg. Ach, die Leute, den Radweg, die haben überhaupt keine Hemmungen. Und heute in der Früh, und ich bin gerade dabei zu frühstücken zu beginnen, in der Hoffnung, dass ich dann beim Familienessen nicht gar so viel friss und vielleicht am Abend mal nicht is, was mir auch gestern gelungen ist, am Abend nicht zu essen. Also wenn es dann richtig schlecht geht, dann kann man weniger essen. Habe ich heute das Frühstücksmüsli und ich weiß, Cornflakes sind auch mit Zucker und zwar mit nicht wenig, aber ich habe immerhin mehr Cornflakes als von diesem Zuckermüsli gegessen. Das ist schon mal ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Mir fällt ein, dass ich einen Brief einwerfen sollte und ich glaube, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe ihn aber auch nicht mit. Den werde ich nachholen. Habe ich ihn gestern eingeworfen? Ich werde schauen, ob er im Büro liegt. Ja, also ich bin am Zucker reduzieren. Das ist der große Plan. Der andere große Plan ist, jetzt auf den Traktor zu steigen und sofern der Mähbalken und mit Verlaub der Mähbalken ist in ausgesprochen schlechten Zustand. Genau genommen sollte man diese ganze Reihe von den Führungen, in denen das Messer hin und her wurstelt, tauschen, weil die sind sowas von oben. Aber sowas von und zu. Oder man geht ins Lager und schaut, ob der Ersatz-Mähbalken besser benannt ist. Ich war unlängst dort, wie ich die Eisen reingeschliffen habe. Nein, wir werden einmal gucken. Ihr seht es aber, ich bin schon wieder mehr am Reden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es geht bergauf. Ich bin davon überzeugt, dass ich auch dieses Jahr überleben werde. Und ich bin davon überzeugt, dass ich heuer noch mindestens eine einzelne Kegelbahn, nein, Minigolfbahn bauen werde. Nicht Kegelbahn, Minigolfbahn. Das ist der große Plan. Das ist das Ziel. Und ich habe gerade totalen Stress, weil noch kein Holz geschnitten ist und es ist schon Mitte Juni. Mitte Juni sollte eigentlich das Holz schon geschnitten sein. Ganz unter uns. Das ist nämlich ein Riesenproblem, wenn man das nicht tut. Ja, und Rasenmähen muss ich auch, weil ja bekanntlich alle meine Mähroboter nicht das tun, was sie sollen. Aber ich habe schon wieder ein paar Teile bestellt. Eine Leiche habe ich bestellt. In der Hoffnung, dass das Board funktioniert. Und jetzt werde ich gleich den dänischen Kollegen anschreiben, ob das gesehen hat. Und dann schauen wir mal. Auf geht's. Mit Zahlen und Fakten für den 13.06.2023, 152 labor bestätigte Fälle, 248 genesene und 11,47 Tag-Inzidenz. Leute, wir müssen reden. Mein Sohn liegt mir seit Monaten in den Ohren, er möchte Fahrrad fahren. Deshalb habe ich mich heute darum gekümmert, dass wir alle Helme haben und die Fahrräder mal grundsätzlich funktionieren. Sind wir gefahren,
Richtung Amici. Und ich weiß, dass Amici heute nicht offen hat, denn Dienstagruhetag steht auf der Homepage, beziehungsweise auf Facebook. Alles okay. Don Giovanni habe ich extra noch geschaut, eine eigene Website habe ich nicht gefunden. Zustelldienst sagt ab 11 Uhr geöffnet und eine andere Webseite sagt auch ab 11 Uhr geöffnet. Also fahren wir zum Don Giovanni über die 19er und quälen uns da neben den Lastern ab. Haben die zu? Rufe ich an. Ja, wir haben jetzt Dienstags geschlossen. Bin nicht begeistert, werden mich auch auf Facebook darüber äußern. Die gute Nachricht ist, wir sind auf der 19er zurück, haben es überlebt. Obwohl einige Berufskraftfahrer mit Sattelschleppern, mit Muldenkippern, sagen wir mal so, fernab jeder rechtlichen Einschätzung und Korrektheit fahren, ja. Wollten wir zu Lava rüberfahren, haben die aber die Stickhoffsbrücke schon gesperrt und sie sperren gleich den ganzen Fahrradweg auch großräumig, statt dass man schaut, dass man durch kann, was ja überhaupt kein Problem wäre, weil da das Platz genug ist. Jedenfalls regt es mich auf. Lava war gut, alles andere Katastrophe. Wir unterhalten uns mal in Ruhe. Ich telefoniere mal. Bis morgen. Thank you.